Aus der Vihuela entwickelte sich im Spanien des 16. Jahrhunderts die Barockgitarre. Im 17. Jahrhundert kam sie über Italien nach Frankreich. Die Barockgitarre ist nur ein bisschen kleiner als die heutige Konzertgitarre, wobei die Mensur länger ist. Der Korpus ist viel schmaler und weniger tailliert. Sie ist sehr unhandlich, daher wird sie meist mit einem Tragegurt gespielt. Sie ist nur mit 5 Saiten bespannt, genauer gesagt mit 5 Chören, das heißt 5 Doppelsaiten, wobei die 4. und die 5. Oktavchöre sind und die 1., 2. und 3. unisono bestimmt sind. Die Stimmung ist A, D, G, H, E. Im Gegensatz zur heutigen Gitarre fällt also die 6. Saite, die tiefe E-Saite. Übrigens, Keith Richard von den Rolling Stones spielt auch ohne die 6. Saite. Die Barockgitarre hatte keine Mechanik, sondern hölzerne Wirbel, die Clavijas. Die Bünde sind nicht aus Metall, sondern aus Nylon. Früher verwendete man Saitenschnüre oder Darm, die um den Hals gebunden wurden. Daher der Terminus Bund bzw. Bünde. Ein großer Vorteil der gebundenen Bünde ist, dass sie verschoben werden können. Das heißt, sie können an die jeweilige Tonart angepasst werden. Die 1. Saite wird von vielen Spielern nur einseitig bespannt. Die sogenannte Chanterelle, also die singende Saite, da auf ihr hauptsächlich die Melodie gespielt wird. Im Siglo d'Oro, im goldenen Zeitalter, galt die Vihuela de mano als das wichtigste Instrument am spanischen Hof. Das einfache Volk benutzte das gleiche Instrument, aber mit einfacherer Spieltechnik und behielt als Bezeichnung den seit den Griechen bekannten Namen Guitarra bei, der sich im Lauf der Zeit zu Guitarra änderte. Nach Ausklang des goldenen Zeitalters änderte sich der europäische Musikgeschmack und die Vihuela verlor ihre Bedeutung bei Hofe. Während ihre einfache Schwester, die Guitarra, sich im Volk weiterhin größer Beliebtheit erfreute und bis heute überlebt hat. Aus den unterschiedlichen Spielweisen entwickelten sich 2 konkurrierende Bezeichnungen. Zum einen die Guitarra punteada oder Guitarra de mano, also die gezupfte Spielweise, und zum anderen die Guitarra rasgueada, die von der Aristokratie als primitive Schlaggitarre abgetan wurde. Im 17. Jahrhundert eroberte die Guitarra rasgueada bzw. ihre Spielweise, auch Allo Barbero genannt, die Straßen, Plätze und Gasthäuser. Auch in Italien, wo sie Guitarra potente genannt wurde, war die Begeisterung groß, die spanische Schlaggitarre und die spanische Tänze zu erlernen. Details zur Barockgitarre und der Prä-Flamenco-Ära sind in meinem Buch Flamenclaro, das demnächst erscheint, zu finden. Durch die rezentrierte Stimmung, also die Oktavierung der Chöre 4 und 5, ist es auf der Barockgitarre möglich, eine spezielle Technik, die Gaspar Sanz Campanellas nannte, zu spielen. Das Spielen eines Laufs, also die schnelle Abfolge von Tönen, kann durch abwechselndes Zupfen mit Finger und Daumen erleichtert werden, ähnlich wie bei der Technik, die heute auf dem 5-seitigen Banjo verwendet wird. Auf einer herkömmlichen Gitarre wird die Abfolge einer diatonischen Skala so gespielt: langsam. Auf
Auf der Barockgitarre werden die Töne auf verschiedene Saiten verteilt. Die schnelle Fassung.